Und jetzt? Jener, der redet, weiß nichts. Haben Sie keine Angst? Gehen wir. Und die Köter? Ich glaube, Simon hat das Gebell irgendwann aufgenommen. Und ich glaubte, ich würde es nicht überleben. Aber durch schieres Glück schaffte ich es, durch die Amoeba zu fliehen. Mein lieber Freund. Sie haben großen Mut bewiesen, indem Sie Kurzmeier entgegengetreten sind. Und im Hinblick auf Sie... Ich heiße Joshua und habe Hunger. Alpha hat mir von Ihnen erzählt. Der Irdische, der unter Trantorianern lebt. Sie haben großes Glück. Ich habe großen Hunger. Ich auch, mein Freund. Der Hunger nach Wissen macht uns zu Forschern. Meine Beine haben... ein Problem, mich zu halten. Joshua, wir haben wenig Zeit. Und bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was diese Trantorianer wollen. Sie sind also ein Neuling. Setzen wir uns. Trantor. Ein uralter Planet, der mehr als 60 Lichteräonen von unserem entfernt ist. Ich habe dir ja gesagt, dass er ziemlich betagt ist. Seine Bewohner beherrschten die Quantentechnologie schon bevor die ersten Einzeller die Erde überzogen. Mit anderen Worten, sie produzierten schon eine Menge Umweltmüll, bevor wir überhaupt zu Wirbeltieren wurden. Sie lernten das Raumzeitkontinuum nach ihren Wünschen zu gestalten. Konnten von einer Galaxis zur anderen springen und sich tangential an den interdimensionalen Spitzen positionieren. Fein. Das heißt, sie machten etliche Purzelbäume durch die Gegend. Ihre telepathische Kontrolle ist so groß, dass sie, wenn sie es wollten, auf ihre physikalische Erscheinung verzichten könnten. So. Und Scullery soll zum Teufel gehen. Wie Sie sich also vorstellen können, ist Ihre Zivilisation der unseren unermesslich weit voraus. Die können sogar Latein, die Freunde. Sie könnten etliche Solarsysteme versklaven, wenn Sie es wollten, und uns mit bloßen Gedanken in nichts verwandeln. Nett. So, Sie könnten uns mit Ihrem Gehirnschmalz frittieren. Das gibt einem zu denken, oder? Aber es scheint, dass Sie lediglich an einem intergalaktischen Zoo interessiert sind. Lediglich? Was war das? Was? Ein Zoo? Wunderbar, nicht wahr? Sie bereisen das Universum und sammeln Tiere. Sie bringen sie dann zu einem Planeten, der dreimal so groß wie die Erde ist. Einem riesigen Zoo, in dem völlig unterschiedliche Ökosysteme aus diversen Galaxien und Zeiten erhalten werden. Während der Reise versetzen sie die Tiere in einen lethargischen Zustand, den sie den Schlaf nennen. Nein, am Ende lässt sich festhalten, dass man mir nie etwas erklärt. Weiter noch. Sie kommen seit jeher auf die Erde und obwohl sie niemanden brauchen, haben sie uns in ihre Pläne eingeweiht. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich sie nicht ganz. Es kam ein Zeitpunkt, an dem die technische Entwicklung auf der Erde es den Trantorianern zusehends erschwerte, unbemerkt zu bleiben. Deswegen nahmen sie Kontakt zu unseren renommiertesten Wissenschaftlern auf. Man kam zu einer Einigung. Wir würden ihre Besuche verschweigen, sie vor der Öffentlichkeit beschützen und sie mit den Tieren, die sie wollten, beliefern. Im Gegenzug würden sie uns einen Teil ihres Wissens und ihrer technologischen Verbesserungen zur Verfügung stellen. Auweia. Ja, mein lieber Freund. Haben Sie nie überlegt, wie unglaublich es ist, dass dem Menschen ohne Hilfe von außen die technologische Revolution des 20. Jahrhunderts gelungen ist? Wenn Trantor uns nicht mit Wissen, Theorien und Prototypen beliefert hätte, wären wir nicht da, wo wir sind. Denken Sie an die Impfstoffe, die früher nicht vorstellbar gewesen wären, an den Wettlauf ins All, an das Vakuumventil der ersten Rechner. Dann denken Sie an Trantor. Das wusste ich schon. Und auch den ersten Berliner, das hat man mir gesagt. Großartig, nicht wahr? Wie ich euch gerade sagte, tauschen wir Tiere gegen Wissen. Die irdische Koordination solcher Begegnungen erfolgt durch die Internationale Kontaktiereragentur.
zu der ich auch bis vor kurzem gehörte. Bis Kurzmeier eintraf, vermute ich. Genau, während des Traums des Schnabeltiers. Wir warteten in einer Höhle in Cuba Perry in Australien auf die Trantorianer, als die Höhlendecke einzustürzen begann. Wir dachten, unser letztes Stündlein habe geschlagen. In dem Moment erschien ein Trantorianer durch einen Amoeba-Punkt. Er trug eine kleine Kugel in den Händen, das NG0. Ein Antipartikelgenerator, der jegliche Materie in nichts verwandelt. Er hat ihn hochgehoben, damit auf die Felsen gezielt und sich verschwinden lassen, als ob sie nie da gewesen wären. Von dem Zeitpunkt an interessierte sich Kurzmeier für das NG0. Er hat mir sogar befohlen, eins von den Trantorianern zu verlangen. Als ich mich weigerte, wollte er mich erledigen. Deswegen war ich gezwungen, meinen Posten zu verlassen und in diese unwirkliche Gegend zu fliehen. Umzingelt von Sicherheitsanlagen, deren Code nur Alpha, Trantors hoher Kommissar für irdische Angelegenheiten, kennt. Und jetzt ihr natürlich. Mittlerweile ist klar geworden, dass Kurzmeier es geschafft hat, ein trantorianisches Raumschiff in Schwierigkeiten zu bringen. Sie haben solche Probleme, dass sie es gewagt haben, eine Nachricht durch Joshua zu senden. Oh, die Nachricht. Bei dem ganzen Hin und Her hatte ich sie völlig vergessen. Hier, Simon. Was ist das? Nehmen Sie meine Hände und Sie werden sehen. Leise, Joshua. Johoho. Ja. Okay. Das sind also die Trantorianer. Trantors hoher Kommissar für irdische Angelegenheiten, menschlicher Name Alpha, Forschungsschiff 317, Milchstraße 28, Solar 1, Mission Traum der Schildkröte, Datum 389 7 28 24 Zwiebel 14 7 Zwiebel? Hallo, Professor Simon, wir brauchen noch einmal Ihre Hilfe. Unser Chefkoch hat das Trantonit, die Energiequelle unseres Raumschiffs, gestohlen und es einer Gruppe Soldaten übergeben. Colonel Nathaniel Henry Kurzmeier will ihn uns nur im Austausch gegen ein NG0 zurückgeben. Wozu wir nicht bereit sind. Aber wie Sie wissen, ist das Trantonit ein Teil unseres Wesens. Und ohne seine Nähe können wir nicht überleben. Selbst das Atmen fällt uns schwer. Als ob das nicht genug wäre, haben wir vorgestern ein verletztes menschliches Wesen in der Tiefe des Tiki-Sees gefunden, in dem sich unser Raumschiff befindet. Das muss China sein. Sie lebt noch. Nach unserem Moralkodex müssen wir ihm helfen. Unter normalen Umständen hätten wir es sofort geheilt. Aber ohne den Stein können wir es nur in künstlichem Schlaf halten. Und das zerrt an der wenigen Energie, die uns bleibt. Es gibt jedoch eine Rettungsmöglichkeit, Professor James Simon. Vor einigen Jahrhunderten zerschellte eines unserer Raumschiffe in der Nähe einer Stadt, die heute als Palenque bekannt ist.
Es kann sein, dass dessen Energiestein sich noch dort befindet. Professor Simon, finden Sie den Stein und einen Weg, ihn uns zu bringen. Das wird wohl unsere nächste Aufgabe sein. Und auch etwas Zwiebelsuppe. Sämtliche Dosen Zwiebelmeister, die Sie finden können. Sie scheint sehr auf Zwiebeln zu stehen. Okay. Professor Simon, geht es Ihnen gut? Geben Sie mir ein paar Minuten. Ich muss erst auftauen. Und Hunger? Haben Sie keinen Hunger? Mein Gott. Wir müssen verhindern, dass die Trantorianer Kortzmeier das NG0 aussenden. Das wäre nicht gut. Dieser Wahnsinnige hat nicht die leiseste Ahnung, womit er da spielt. Das wäre überhaupt nicht gut. In verkehrten Händen könnte so eine Waffe eine Stadt wie Los Angeles in Zehntelsekunden zerstören. Liebe Freunde, wir müssen nach Palenque reisen und das Trantonit so schnell wie möglich finden. Oder wir können uns von der Welt, wie wir sie kennen, verabschieden. Zählen Sie auf mich, Professor. Und natürlich auch auf Joshua. Was du hast, ist wahrscheinlich Hunger, Simon. Hör mal, warum rufen wir nicht den Typen vom Sushi-Dienst an? Das ist es. Darf ich Ihr Telefon benutzen, Professor? Das wäre in Anbetracht unserer Lage nicht sehr sicher. Darf ich Sie fragen, warum Sie telefonieren möchten? Ich habe eine Freundin, die uns helfen kann. Sie ist hundertprozentig vertrauenswürdig. Großartig. In dem Fall würde ich Ihnen empfehlen, an meinem Laptop den hackersicheren Krypto-Chat zu benutzen. Sofern Ihre Freundin gerade online ist, wenn ich das hinzufügen darf. Keine Sorge. Wenn ein einziger Mensch auf der ganzen Welt online ist, dann... Dann Sushi. Ist es Sushi Douglas? Ich habe keine Ahnung von Chats. Aber das ist klar. Auf Trantor unterhält man sich vor allem telepathisch. Hallo Sushi, bist du da? Und so kommen wir wieder an die Szene vom ganz von Anfang. Die Trantorianer sollen kein Internet haben? Wie glauben Sie denn, könnte uns Alpha sonst das Datum für das nächste Treffen mitteilen, wenn nicht durch E-Mail? Mehr noch, nachdem wir die E-Mail gelesen haben, chatten wir noch eine Weile. www.planet-trantor.com. Wir geben unseren Code ein und dann legen wir die Details unserer Operation fest. Das ist ja fein. Und mir hat niemand ein Wort darüber erzählt. Das tut mir wirklich leid, mein lieber Freund. Und wo, haben Sie gedacht, wurde das Netz der Netze konzipiert? In einem menschlichen Gehirn? Ja, warum nicht? Sie waren es, die uns lehrten, es zu erstellen und zu benutzen. Was ich nicht verstanden habe, ist, wie Sie sich aus anderen Sonnensystemen hereinklicken können. Vielleicht benutzen Sie Neutrino-Transduktoren, wie in dem großartigen Roman von William Garza. Haben Sie es? Das Buch kostet 5 Riesen. Mindestens. Haben Sie etwas von Sean Russell? Was ist los, verdammt nochmal? Wirst du es denn nie schaffen, den verdammten Typen zu finden? Kleiner Soldat, mein Spinnennetz ist dabei, ihn und den Menschen zu ersticken. Rat mal, wer mit von der Partie ist. Dein alter Freund Simon. Simon? Ja, ich wusste, ich würde ihn irgendwann erwischen. Verdammter Witz. Oh, ich glaube, das ist... Erledige sie und komm auf der Stelle nach Mann. Das ist nicht gut. Ich weiß, wie ich ihn dazu zwingen kann. Mit jeder Minute nähern wir uns der großen Party. Kay Dick, den ganzen Asimov und natürlich das gesamte Werk von Brian Scullery. Ah! Was macht der bescheuerte Typ in deiner Bibliothek? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Wenn Sie den 3. Band seines Werkes herausnehmen, sein gemeines UFO-Lügen und das Erbe des Houdini, werden Sie merken, wie es sich vor Ihren Füßen öffnet. In Professor Simons Haus. Okay, das könnte noch wichtig sein. Meine Geschichte hier. Das ist ein unglaubliches Abenteuer. Aber rechne mit mir. Was soll ich tun? Überleg mal, du Galgenvogel. Während du den Abzug betätigst, stecke ich meinen Finger in den Lauf. Ich werde meinen Finger verlieren, aber die Zentripetalkraft wird das Geschoss nach hinten fliegen lassen. Wobei die Geschwindigkeit etwa 9-mal höher als die Anfangsgeschwindigkeit sein wird. Die Waffe wird in die Luft fliegen und du dein zukünftiges Leben ohne Unterkiefer verbringen müssen. Ist das wirklich wahr? Ich wusste, dass du ein Idiot bist. Oh, ich bringe ihn um! Ich bringe ihn um! Tu's nicht.
Er hat dir befohlen, es zu tun. Man bezahlt uns nicht für den hier, sondern für die da drin. Beeilt euch, das ist überhaupt nicht gut. Ich anfange Weihnachtslieder zu singen. Ist der Spion aus Hawaii schon angekommen? Noch nicht, Tarantula. Ich langweile mich langsam. Sie sind schon Stunden da drin. In Ordnung. 18, erledige die zwei. Oh, überhaupt nicht gut. Holen wir uns den Spion. Welchen soll ich zuerst erledigen? Den Clown? Nein, der Opa ist wichtiger. Worauf wartest du? Oh, ein Geheimgang. Uff. Also in dieser Folge haben wir verdammt viel. Bist du da? Ist alles in Ordnung? Viel zum Anschauen, das wollte ich sagen. Brian. Tja, Brian. Da stimmt was nicht. Brian ist in Schwierigkeiten. Wir müssen sofort aufbrechen. Hallo, Sushi. Saturn, wir fahren sofort los. Brian hat Probleme. Bibi in Schwierigkeiten? Gib mir 5 Minuten. Ihr wollt mich doch nicht etwa hier zurücklassen, oder? Und bereite dich auf alle Eventualitäten vor. Man kann nie wissen. 4 Minuten. Ich nehme auch etwas Stoff mit, von dem richtig guten. Ihr werdet ausflippen. So, jetzt kommen wir zum 5. Kapitel. Und wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Folge gehabt, wo es hauptsächlich mit einer Zwischensequenz war. Tauchfahrt in die Vergangenheit. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wo bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Auf einem Schiff? Hin. Oh. Mir tut alles weh. Klasse, ein Modell von der Nautilus. Was ist das für ein Licht? Und vor allem, wie kommen wir hierher? Was ist passiert? Und wo sind wir? Warte mal, nur eine Minute. Mal sehen. Ich floh mit Joshua auf Professor Simons Schneepflug. Wir fuhren nach Sisley, von dort aus nach Anchorage, wo wir einen Flug nach San Diego nahmen, weil wir uns dort mit Sushi verabredet hatten. Und danach? Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß jetzt nur, dass ich mich fühle, als ob ich 3 Tage lang geschlafen hätte. Joshua ist verschwunden und was soll ich jetzt tun? Okay, das ist jetzt irgendwie seltsam. Wir sind jetzt auf dem Schiff, wir haben uns verabredet mit Sushi, das hat anscheinend geklappt. Die Verfolgungsjagd haben sie anscheinend auch geschafft, aber ziemlich krass. Aber dann würde ich sagen, diese und auch andere Geheimnisse klären wir doch beim nächsten Mal auf. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!